Was geht ab, Freunde? Ja, es ist zu früh. Viel zu früh. Samstagmorgen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe vergessen schon, wie man Fahrlehrer eigentlich ist. Ja, bin vor einem Monat das letzte Mal mit Fahrschülern gefahren. Ich muss noch einen Schluck tanken, meine Außenspiegel sauber machen und dann bin ich auch schon bereit. 1,23 Euro für Diesel, das ist aber teuer. Holen wir uns mal eben einen Schluck Diesel. Nicht weglaufen, Freunde. Ja, aber cool, dass wir uns wiedersehen. Ja. Wie lange bist du jetzt nicht gefahren? Seit Oktober oder so. Ach du Scheiße. Ach stimmt, du warst ja auch zweimal in Quarantäne oder sowas, ne? Zweimal in Quarantäne, Reißsätze angezogen, dann Lockdown. Ach, ja, also ich habe erstmal eine Stunde geplant, dass wir erstmal fahren, reinkommen, gucken, wo wir stehen und dann besprechen wir am Ende, ja, wie wir jetzt weitermachen, was wir noch brauchen, wo... Gucken wir einfach, wo wir dann stehen. Ja, dann würde ich sagen, schmeiß erstmal die Karre an, weil ist auch kalt. Außentemperatur 2 Grad, das ist gut. So. Zack, zack, zack. Boah, sensationell. Schon mal nichts vergessen. Da waren auch wenig Partys zwischendurch, ne? Ja, gar keine. Gar keine. Ist auch mies, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehne mich so sehr nach einfach so mit Leuten zusammensitzen und einfach so ein bisschen chillen. Und aber irgendwie, na gut, wir müssen alle durchhalten. Ging das schon hin. Guck mal, hier zieh ruhig noch ein bisschen, gib mal noch ein bisschen Gas, wenn keiner da ist. Dass du noch in den zweiten Gang kommst. Und dann kehren wir da hinten, wo der Weiße steht, da hinten um. Ja. Das machen die ja in fast jeder Prüfung immer. Dann haben wir das schon mal abgefrühstückt. Wenn du übrigens weißt, dass der Prüfer hier umkehren will, dann schmeiß jetzt schon einen Blinker an, dass Autos hinter dir, die ja noch nicht da sind, aber wenn sie da wären, dass sie direkt Bescheid wissen. Genau. Mal bleib mal kurz stehen. Check sie aus. Ja. Special Effekt direkt am frühen Morgen. Ey. Ich habe gerade schon gesagt, ja, Gott sei Dank habt ihr noch keine Brille. Wenn ihr jetzt so hier FFP2-Maske und noch Brille. Ja, da habe ich Glück. Dann kannst du ja ganz vergessen. Ey. Schmeiß einfach wieder einen Blinker an. Genau. Dann gucken wir, was der hier rumzieht. Gut, gut. Wie viele Fahrstunden hatte Kai schon? Ich weiß ja nicht. Auch nicht, aber wir waren gut drauf. Müsste ich jetzt ins Handy gucken, kann ich nicht. Ja. Filme gerade, ne? Es war kurz vor Prüfung. Ja. Und dann? Ich glaube, wir waren 22 oder sowas. Ja, irgendwie so. Ja. Müsste sowieso gucken. Auch die Prüfungen sind ja in Anführungszeichen so ein bisschen neu. Die sind ja ein bisschen digitaler geworden. Wir haben jetzt schon ein, zwei Prüfungen gehabt. So zumindest mit den Leuten, die für die Arbeit brauchten, ne? Cool, dass aber ich selber noch vor 18 habe. Wann hast du? Am 17.02. Aber das kriege ich hin. Ja? Ja, ich warte, drücke voll auf die Bremse. Aber. Genau. Das kriege ich hin. Also, weil, guck mal, wenn ich merke, du bist seit Oktober nicht gefahren und du fährst jetzt so, wie du fährst, dann ist das schon mal eine sehr gute Basis. Ja. Weil, der läuft, also fährst gut, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Okay. Ohne, dass ich rumschleimen will, aber das sieht ganz gut aus. Und wenn ich dann jetzt, weil Elisa hat mich gefragt, wann du Prüfung machst. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich muss erst einmal wieder mit dir fahren. Ja. Weil wenn wir seit Oktober nicht gefahren sind, kann auch sein, dass ich mit dir ins Auto steige und du sagst, ja Rob, wo war nun mal der erste Gang? Ja. Dann sage ich, ja, okay. Dauert das halt mit der Prüfung. Aber so jetzt schaffen wir das vor dem 17. auf jeden Fall. Okay. Und dann fahren wir rechts weiter. Was hast du so für ein Gefühl? Jetzt wurde gerade so ein bisschen losgefahren bis hier. Also ich dachte, es wird schlimmer. Irgendwie, ich kann nicht mehr anfahren und so, aber ich bin positiv überrascht. Ich auch. Bin locker. Nicht, dass die Euphorie zu groß ist. Ist aber auch keiner auf der Straße, ne? Die schlafen alle noch. Wie hast du das überhaupt hingekriegt, so früh aufzustehen? War kein Problem oder was? Oder? Ja, ging. Ja. Gut gemacht. Aber wenn du nicht sicher bist, ob das passt, ist immer okay, wenn du wartest. Ne? Weil gerade wenn du siehst, wenn er mal so ein bisschen, ich sag, sportlicher in die Kurven fährt, wenn es ein bisschen enger wird, bleibst du einfach stehen. Passt das. Nice. Dass du geblinkt hast, ist übrigens ein Pluspunkt. Ja. Du solltest es vergessen in der Prüfung, hast es halt vergessen. Aber wenn du es machst, sieht immer gut aus. Dann fahren wir gleich an der Ampel links. Und was du richtig gut machst, ist, dass du den Kupplungsfuß einfach liegen lässt. Ja. Das ist ganz geil, weil dann haben wir da
kein Problem mehr, ne? Guck mal, ob ich das hier einmal kann. Ja, doch mal gucken, wo wir hier so herfahren. Was ich so mache. Wirklich keiner da. Also wichtig ist dann auch, wenn du siehst das ja da vorne schon. Hier hast du noch 30, ne? Ja. I wanna be daylight in your eyes. Da oben die 50 ziehen noch nicht höher, guck mal, du bist jetzt schon bei 40. Das, genau. Da musst du halt warten bis zu dem Schild und dann kannst du halt drücken. Aber wenn die Ampel eh rot ist. Wir fahren geradeaus weiter. Und jetzt guck mal, deine eine Straße, die du hier hast. Ja, die teilt sich auf. Jo, und welche Spur nimmst du dann gleich? Die rechte. Jo. Kann ich dir nur empfehlen, mach das immer. Ja. Wenn du in der Prüfung auch auf der linken landest, ist jetzt kein Problem. Oh, ich glaube, wir. Chill, aber alles gut. Ja, können durch. Genau. Also solltest du jetzt aus Versehen in der Prüfung auf der linken Spur landen. Ja, dann ist das halt so, ist kein Problem. Ja, genau. Aber wenn. Nice. Und hier ist es halt einfach. Ja. Also ich glaube, 99% der Straßen, immer wenn es zweispurig ist, die rechte ist die einfachste Straße. Auch wenn du später durch Dortmund oder durch Hamburg fährst. Ja. Halte ich einfach auf der rechten dann. Und hier im Prinzip das Gleiche. Hier bist du ja auch noch ganz normal, ich sag mal, innerhalb geschlossener Ortschaft. Ja. Jetzt musst du gucken, da hinten kommt irgendwann das 70-Schild. Nur nicht, dass du das jetzt schon siehst und jetzt schon losballerst. Ja. Ne? Dass du einfach ganz normal bei 50 bleibst. Und fertig. Links das Ortsausgangsschild. Also eigentlich 100, aber die wollen halt nicht, dass du 100 ballerst, deswegen die 70. Genau, und wenn das jetzt geht, siehst du halt zu, dass du auf die 70 kommst. Nice. Daylight in your ass. Was ist los mit den Leuten? Trotzdem habe ich ein bisschen, irgendwie muss ich diese FFP2-Maske nochmal nach der Fasche nochmal richtig biegen. Ich habe das Gefühl, die sticht mir unter die Augen, ey. Ja, bei manchen ist es voll schlimm. Und guck mal, gleich an der Ampel fahren wir links. Da hat jemand seinen Kakao noch nicht bekommen. Sorry. Ja, bremst ruhig knackiger runter, sodass du jetzt schon den zweiten Gang gehen kannst. Genau, dann Kupplung los. Und weil du ja einen Pfeil hast, kannst du einfach hier. Ciao mit V, kannst du einfach hier abbiegen. Nice. Guck mal, jetzt steht hier kein Schild. Ja. Wie schnell darfst du dann fahren? 50. Wenn du in der Stadt wärst, hast du recht. Ja, weil wir sind außerhalb. Ja. 100. Genau, du dürftest jetzt hier schon 100 fahren. Okay. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber. So, hier hast du 70, kannst du einfach weiterziehen, wenn du willst, ne? Ist eigentlich FFP2-Maskenpflicht oder gilt auch, geht auch OP-Maske? Also ich glaube, in den Bedingungen stand auch irgendwas wie mit OP-Maske ist für den, wenn du einkaufen gehst oder so. Ja. Da geht OP-Maske. Aber hier für uns in der Fahrschule, wir haben da die Auflage bekommen, wir müssen FFP2, super professional. Guck mal, hier ist das richtig mies. Ja. Aber du hast auch einen Schirm? Ja. Ah, okay, geil. Brauche ich mir in der Prüfung keine Sorgen machen, wenn wir hier lang fahren. Nee. Weil, genau, oben rechts hast du das Ortseingangsschild. Und da warten die Prüfer halt immer schon drauf, ne, dass du das verkackst. Weil wenn du da einfach mit 70 weiterfährst, dann sind wir raus aus dem Rennen. Dann lass uns an der Ampel gleich rechts fahren. Quadratspreu, guten Morgen. Quadratspreu sagt, er kann mit FFP2-Maske besser atmen als mit den anderen Masken. Echt? Finde ich auch. Ach, stehen so weiter ab. Ja, also, die nicht so am Mund. Ich glaube, wenn man das geschickt macht, hier oben mit dem Flügel, kann das sein. Ja. Bei mir ist noch so, sticht mir noch in die Augen. Das muss ich noch irgendwie regeln. Ich glaube, wenn ich das richtig gebogen habe, könnte das tatsächlich klappen. Du kannst immer gerne gucken, aber du hattest so einen Pfeil auf der Ampel. Ja. Außer im Krankenwagen und Blaulicht konnte da eigentlich wenig passieren. Guck mal, das, was da gleich kommt, dieses 30, 7 bis 17 Uhr. Also fallen wir halt voll rein, musst du aufpassen, weil wir sind noch bei 40. ich weiß nicht, man hat das ja hier wegen dem Kindergarten gemacht. Keine Ahnung, warum man das nicht, wenn ich es gesagt habe, Montag bis Freitag oder so, es hätte ein bisschen mehr Sinn gemacht. Aber it is what it is. Links fahren wir dann weiter in die nächste Straße. So far. Dann drück einfach Kupplung runter und wenn du ihn siehst, wenn es ein bisschen knapp wird, genau. Und jetzt schleif dich einfach langsam wieder rein. Also nur so mit halber. Genau.
Wichtig ist auch jetzt, ich sag mal, wenn jetzt jemand von vorne kommt, ne, diese Lücke könntest du nutzen, muss aber auch checken, ist überhaupt jemand hinter dir. Ja. Wenn gar nicht, passt das vielleicht. Wenn noch ein Auto hinter dir ist, kannst du das vergessen. Dann passt du da vielleicht rein, aber sonst niemand. Bringt ja auch nichts. Genau. So. Gleich kommt mit der Hund. Da vorne hat meine erste Freundin gewohnt. Nein. Aber es sieht ähnlich aus hier tatsächlich. Sieht ähnlich aus. Okay, machen wir nicht ganz so schnell. Ich guck mal. Ich suche nämlich eine Gelegenheit zum Parken. Da hinten, da wo der Silberne steht. Siehst du das? Ja. Da auf der rechten Seite. Neben dem bleiben wir stehen. Da sind wir schon vorbei. So, guck mal, wenn der Prüfer das sagt, weißt du jetzt schon wieder, wie beim Umkehren auch, du musst da gleich stehen bleiben, schmeiß einen Blinker an. Dann hast du nachher die Leute hinter dir oder die Leute, Alter, stehen die alle schon am Balkon und rauchen hier. Halleluja. Wenn die wenigstens Shisha rauchen würden, das könnte ich verstehen. So, weißt du noch ungefähr, wie das war? Wir haben noch nie geparkt. Okay, cool. Dann kannst du es auch gar nicht wissen. Pass auf, dann zeige ich es dir. Ist ganz einfach. Erstmal nur gerade zurück, ein bisschen schleifen und dabei natürlich nach hinten gucken. Ja. So, langsamer ein bisschen, langsamer, noch ein bisschen und stopp. Guck mal, jetzt ist das Ende von dem Auto, ja, hier an dieser Säule, siehst du das? Ja. Okay, das ist der erste Punkt, den du merken musst, also es wird nicht kompliziert, das ist der erste. Jetzt kannst du einschlagen, bis entgegen. Genau. Und jetzt einfach langsam weiter zurückschleifen. Okay, und jetzt musst du es so ein bisschen parallel machen, du guckst jetzt nach hinten. Und hier in den Außenspiegel. Siehst du da den Bordstein? Ja. Okay, sag mir mal, wann der weg ist, wann du den da nicht mehr siehst. Deswegen langsam fahren, dass du so ein bisschen... Jetzt. Okay, dann, genau. Jetzt lenkst du andersrum und dabei, warte, und dabei fährst du rückwärts, aber ganz langsam. Du musst aber bis zum Ende lenken. Okay. Das ist wichtig. Das ist nicht so ganz einfach, beides parallel, aber bis zum Ende musst du lenken. Genau, bis zum Ende. Und nach hinten gucken. Ja. Langsam. Fahr noch mal langsam ran, bis du den Bordstein merkst. Ganz langsam. Okay, Bremse. Jetzt nicht wegrollen, Kupplung drücken. Okay, und jetzt leuchtet dir, glaube ich, ein, was jetzt das Einfachste ist, oder? Jetzt noch vorne. Genau, jetzt nimmst du einfach den ersten Gang. Längst am besten schon vorher, damit du da nicht keinen Meter verlierst. Und dann schleifst du so ein bisschen einfach da vorne hin. Bisschen mit der Kupplung. Genau. Langsam, noch nicht drauf fahren. Safe. No. War nicht so schlimm, oder? Nee. Wenn du die beiden Punkte kennst, ja. Wenn du die verpennt hast, hat keine Chance, dann kannst du viel Glück, dann parkst du irgendwie. Am besten immer vorwärts. Aber in der Prüfung musst du dann rückwärts parken und dann guck, dass du am Ende von dem Fahrzeug, wenn das hier eine Säule ist, lenkst du ein. Und wenn du den Bordstein da nicht mehr siehst, lenkst zurück. Safe? Ja. Okay. Dann lass uns erstmal, also der Prüfer sagt dann, dann muss ich wieder den Parkplatz verlassen. Okay. Am besten rückwärts, gute Idee. Und immer, genau, immer umdrehen zum Rückwärtsfahren, das machst du schon richtig gut. Korrekt. So. Okay, und jetzt kommt halt wieder die ganze Geschichte. Spiegel gucken, blinken, alles was dazugehört. Hat er gut gemacht, ne? Denke ich auch. Johnny sagt, astrein eingepackt. Fürs erste Mal? Ja. Also ich glaube, mein erstes Mal sah komisch aus. Und dann rechts weiter. Und dann steht da hinten ein, ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, Bronzefarben? Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Neben dem bleiben wir stehen und dann machen wir das Ganze nochmal. Also vorher natürlich rechts vor links abchecken, das ist ja sehr klar. So, jetzt neben dem hier, was auch immer das für eine Farbe ist, machen wir das nochmal. Schmeiß ruhig jetzt schon einen Blinker an. Genau. Immer wieder rechtzeitig, damit du niemanden hinter dir hast, der auf einmal dann da steht und sagt, jo, was los? Genau, kannst du direkt passend stehen bleiben, weil jetzt kennst du ja schon das Geheimnis. Ja. Yep. Genau. Dann schleifst du dich locker einfach darunter. Lass dir Zeit, ne? Langsamer, dass du diesen Moment halt nicht verpasst, das ist halt wichtig. Dann musst du anhalten, wenn er weg ist, ne? So. Jetzt kurbelst du, genau. Bis zur anderen Seite und versuch dabei so ganz langsam so ein bisschen zu fahren. Oder zu rollen, das reicht dann schon.
Und halt wieder nach hinten gucken, dass du da keine Oma umsäbelt. Das, was du jetzt gemerkt hast, war übrigens der erste Bordstein, nicht der obere, ne? Ja. Weil du musst ja irgendwie hier drauf kommen. Nice. Ja, langsam, nicht zu viel. Genau, und jetzt wieder einfach erster Gang. Nur nicht nach oben. Ja. Guck mal, bleib mal kurz stehen. Vergleich mal so ein bisschen in den Außenspiegel. Stehst du schon gerade? Nein. Dann sieh zu, dass du, also beim Parken hast du nicht viel Zeit. Ja. Kennst du diese Omis, die immer so im Auto sitzen? Ja. Das machen die, weil die müssen auf ganz kurzen Metern immer halt richtig kurbeln. Das musst du so ein bisschen auch hinkriegen. Genau. Ja. Dann sagst du in der Prüfung, ja, ich bin fertig. Dann macht der Prüfer so. Siehst du den Bordstein? Ja. Und sagt er auch. Sehr gut. Okay. Wenn die Verkehrsangel es zulässt, wollen wir den Parkplatz verlassen. Willst du eigentlich einen Kaugummi? Kann ich dir einen Kaugummi? Ah, nee, ist keins mehr drin. Sorry. Fake-Anbietung. Der Skill von Kai, nice. Ist so. Er macht das richtig gut, ne? Zack, zack. Ja. Ja, und dann fahren wir gleich rechts weiter. Kannst du gerne abchecken, aber selbst wenn jemand kommt, egal, Karl. Wenn du schaffst, sicher nochmal ab links, weil du ja wieder hier vorbeigehst. Wenn man es richtig erklärt kriegt, geht das auch. Ja, das stimmt. Wo mein Fahrlehrer damals das war richtig nervig, weil der hat mir so einen Cheat-Trick verraten, ne? Ja. Also pass auf, Rob. Wenn ich meinen Kopf nach links drehe, lenkst du nach links. Wenn ich den nach rechts wieder zurückdrehe, lenkst du wieder zurück. Ich dachte so, Alter, ich dachte, du bringst mir Parken bei. Und er so, nein, mach einfach, was ich dir sage. Und ich so, okay. Dann fahren wir rechts weiter. Ja, und dann hat er das gemacht. Aber natürlich, wenn keiner daneben saß, konnte kein Mensch einparken, weil das war einfach, das war bescheuert. Aber er wollte unbedingt, dass du beim Parken, dass das super klappt. Und hat er immer nur so gemacht. Kein Prüfer gecheckt. Erster Gang. Also falls jetzt ein Prüfer zuschaut, jetzt kennt ihr schon mal einen Trick. Ja, wie gesagt, 7 bis 17 Uhr, das ist so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Könnte man auch mal was anderes draus machen. Also so Montag bis Freitag wäre halt ganz cool. Ja. Kann ich das irgendwie hier, halt mal so. So. Die Leute auch mal ein bisschen gucken, wo wir hier so fahren. Wo wir hier so durchdingeln. I wanna be daylight. So, oben kannst du schon sehen. 30 zu Ende. Ciao, ne? Genau. Yep. Genau. Zack, locker durch. Fertig. Guck mal bei der Verkehrsinsel da vorne, ne? Ja. Ist dem Prüfer einfach nur wichtig, weil da vorne steht ja auch direkt so ein Gefahrzeichen dabei, dass du einfach kurz Gas wegnimmst vorher und danach wieder Gas gibst. Das reicht. Ich dir, dass die Leute nochmal sehen, wo wir sehen. Zack, da kommt die Verkehrsinsel. Dann nimmst du einfach Gas kurz weg. Genau. Wieder ein bisschen zurück und dann gibst du wieder Gas. Fertig. Das mit dem Fahrradweg hier auf der Straße ist richtiger Dreck. Ja, nee, weil wegen. Die Stadt hat ja auch einen neuen Blitzer. Es gibt jetzt einen grauen. Ja. Guck mal, wenn du kannst, ne? Fahr mal von dem Radweg runter. Sieht in der Prüfung immer toll aus. Ja. Privat würde ich dir sagen, Alter, wenn keiner hierher fährt, fährst du einfach ganz normal wie jedes andere Auto auch. Aber so, wenn das geht, dann fahr, also lass das Ding frei, freut sich immer jeder Prüfer drüber. Ja. Nachmittags so im normalen Mittagsverkehr geht das gar nicht, weil dir zu viele Autos entgegenkommen. Sauber. Spielothek, alles hat zu. Wahnsinn. Dass ich das so mal erleben darf.
Okay, denk dran, jetzt kommt die Show. Jetzt musst du einmal kurz Gas wegnehmen, wegen Bahnübergang. Tadam. Tadam. Und von zwei Spuren immer die rechte. Jo. Hast du den hinter dir gesehen? Ja. Der hat schon so ein bisschen die Katze gemacht. Der wollte schon vorbei hier. Jetzt geht er da vorbei. Ist auch okay. Links, ne? Ja, genau. Fahren wir links. Was für eine Karre haben wir? Kai, weißt du eigentlich, was wir für ein Auto fahren? BMW. Jo. X1. Jo, BMW X1. So sieht's aus. Genau. BMW X1. Ja. War das Handy-Paranoia? Nee, ich hab das. Und klar. So. Okay. Anni lacht sich auch immer kaputt. Manchmal lege ich mein Handy irgendwo hin und dann mach ich so. Okay, man kann gut Rennen fahren. Ja, mit dem X1 auf jeden Fall. Ja, knapp. Knappe Kiste. So, dann fahren wir rechts weiter. Ja, wenn es geht, bremst erst richtig auf diesen Verzögerungsstreifen. Ja. Also, dass du so ein bisschen Platz hast, wenn du hier rüberkommst, genau. Schulter, Schulter. Ja, genau. Lass dir Zeit, weil es ist ein bisschen tricky hier. A30-Zone und B. Rechts vor links, genau. Genau, und leg dafür den Fuß ruhig über die Bremse. Weil sonst ist sich der Prüfer nicht genau sicher, warum du darüber guckst. Ne? Ob du irgendwen kennst oder ob du traurig bist, weil die Spielothek zumacht oder was weiß ich, keine Ahnung. Was ist hier ein Nest rausgefallen? Solange der Bus kein Warnblinklicht anmacht, kannst du locker an dem vorbeifahren. Ja. Ich will jetzt nicht mit 30 mich durchquetschen, aber so locker ist okay. Denk dabei aber dran, nochmal die hier, nochmal Fuß über die Bremse, genau. Ist halt fies. Ja, wo wir jetzt langfahren, ist eine Entscheidung. Yes. Was geht heute noch? Was für eine Frage. Nicht viel. Heute ist Samstag, was soll schon gehen? Ja. Ich schließe mich in mein Zimmer ein. Wenn das alles vorbei ist, Kai, dann machen wir eine richtig fette Party. Ich finde das im Moment manchmal komisch, wenn du so irgendwo in so Filmen oder Serien irgendwie so siehst, wie die Leute alle so in so einem Club alle abtanzen, alle sind so nebeneinander, trinken da Getränke, alle so schweißgebadet, so. Heute denkst du so, kommt ja einer entgegen, hat keine Maske auf. Genau, wieder weil du einen Pfeil hast, ne, kannst du locker hier durch. Check noch kurz hinter dir. Jo. In der Prüfung wäre es gut, wenn du es schaffst, ich sag mal so zwei, dreimal in der Minute, einfach immer nach hinten gucken. Ja. So, dass der Prüfer dann sieht, ah, alles klar, Kai hat ein allgemeines Interesse am Straßenverkehr. Ab jetzt hast du wieder 50, oben rechts war ein Schild. Und jetzt kannst du, genau, kannst du einfach wieder drücken. Na, und zum Beispiel jetzt auf so einer Strecke wie hier, einfach immer wieder in den Spiegel reinschmeißen, ja, weil sonst passiert ja nichts. Jetzt hast du hier wieder so eine Verkehrsinsel, okay, siehst du den Typen da links? Dass er auf einmal den Jackson macht, dreht sich und spielt hier rüber. Ne? Das wäre doof. Okay, wir fahren dann gleich rechts weiter. Schmeiß schon mal den Spiegel an. Genau. Okay. So. Guck mal, mach jetzt schon langsamer. Also jetzt schon Kupplung, Bremse, ruhig fester bremsen, dass du mehr Zeit hast. Und jetzt rollst du einfach so langsam weiter. Das sieht doch gut aus. Guck mal, jetzt hast du genug Zeit zu gucken. Ja. Und wenn keiner kommt, dann kannst du dich auch entspannt abbiegen. Wenn du das zu schnell machst, dann und dann ist schon fast vorbei. Ja. Deswegen, so war richtig gut, wenn du da langsam lang fährst. Also wenn du vorher schon rechtzeitig runterbremst, dann hast du genug Zeit und dann klappt das. Nice. Nice, nice, nice. Und wenn du rechtzeitig, sag mal, wieder erkennst, dass der da steht, einfach chillig runterbremst, ein bisschen fertig. Vorausschauendes Fahren. Ey, ich
Vollhorst. Ich habe die ganze Zeit hier diese Frodo-Ohren, ne? Ich kann doch einfach auch diese Dinger da abmachen, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Und jetzt ist es auch okay. Jesus, meine Ohren fallen mir ab, ey. Und rechts fahren wir weiter. Ich habe diese komische Pömpel noch da drauf. Meine Güte. Auf einem Fahndungsfoto hätte mich keiner mehr erkannt. Na gut, hat ja nur 45 Minuten gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass man die abmachen kann. Oh, jetzt ist sie weggeflogen. Guck mal, jetzt fahren wir rechts weiter. In 10 Jahren haben die Kinder alle Segelohren. Ja, jetzt weißt du auch warum, ey. Weil denen keiner sagt, dass man die Dinger abmachen kann. So, und hier ist auch richtig schön eng. Zweiter Gang passt, würde ich sagen. Aber du musst halt gucken, dass... dass wenn jemand kommt, dass du es halt schaffst, rechtzeitig zu reagieren. Ja. Und dann gegebenenfalls den ersten Gang nimmst. Ne? Hier fürs Rausfahren checkt man einmal die Spiegel. Sieht immer super aus. Auch wenn ich weiß, später wird es einfach wahrscheinlich so links rüber sliden. Das wäre es gewesen. Ne? So, aber jetzt... Aber gut, man kann ganz gut durch die Hecke gucken. Mhm. Ne? Dann egal. Jo. Und dann links weiter. Bleibt aber immer noch so eng hier und so spannend. Du musst halt gucken, jetzt zum Beispiel für die Kurve würde ich dir, egal was passiert, den ersten Gang empfehlen. Wenn du den zweiten nimmst, auch okay. Aber wenn du jetzt im ersten bist, hast du halt wieder, wie gerade beim Abbiegen, die Chance, du hast mehr Zeit und du kannst das besser erkennen. Weil der parkt da ja so halb in der Kurve, du musst da vorbei. Wenn du jetzt schon rausziehen würdest, jemand wird kommen, klappt das nicht gut, weißt du? Ja. Mach noch einen Schulterblick, dann ist alles Deluxe. Genau. Aber dafür brauchst du halt Zeit. Die hast du nicht, wenn du im zweiten Gang hier durchschepperst. Er hat dich rechtzeitig auf jeden Fall gesehen. Jetzt lohnt sich nicht hier anhalten. Der wartet da hinten für dich. Okay. Genau. So, dann links weiter. Mhm. Jetzt läuft's. Und dann links, welchen Erstwagen würde ich empfehlen? Also boah, mit so einem Golf 4 oder 5 läufst du ganz gut. Ich glaube Opel Corsa, Polo, die sind auch nicht schlecht. Auf jeden Fall kein SUV und auf jeden Fall ein Gebrauchtwagen, wo du dich nicht ärgerst, wenn du mal eine Beule reinfährst. Spiegel hast geguckt, super. Wenn du noch einen Schulterblick dabei machst, ist perfekt. Ja. Blinken kannst du, musst aber nicht. Okay. Aber dieser Schulterblick, dieses 1, 2, 3, dann bist du 100% sicher. Da hast du alles immer richtig in der Prüfung. Die Prüfer sind dann nämlich beleidigt, die fahren ja extra manchmal in so kleine Straßen rein, weil die halt sehen wollen, das hier, ne? Dass du immer den Kopf schütteln kannst. Ich glaube, jetzt kannst du auch wieder den zweiten Gang. Das passt ja. Und dann gleich rechts weiter. Guck mal, auch hier. Guck mal, du siehst immer noch nichts. Zieh jetzt nur nicht los. Warte wirklich, bis du so knapp um die Ecke gucken kannst. Genau. Dann ist alles okay. Du musst dir vorstellen, das Einzige, was der Prüfer eigentlich will, ist, dass wenn du fährst, dass er dir da vertrauen kann. Ja. Dass wenn er dir einen Führerschein gibt, dass er sicher sein kann, du ballerst keinen um. Dann hast du eigentlich schon gewonnen, wenn du das geschafft hast. Geradeaus, ne? Ja. Wenn der Prüfer aber Schiss hat, dass dir den Führerschein zu geben, weil du immer so knappe Sachen gemacht hast, dann denke ich mal, wird er dir den auch nicht geben. Okay, wir ziehen also locker erstmal weiter durch. Ja, noch nicht so ganz beeilen. Und da hinten suchst du dir dann eine Stelle zum Umkehren aus. Mir ist egal, wie oder wo. Kannst du machen, wie es dir passt. Alter, Belli, was hier für eine Geisterbahn. Ey. Hier wohnen nur Junkies hier an der Ecke. Ey. Gut, was hast du vergessen? Blinker. Ja, Mann. Genau. Schmeiß an. Da fehlt dir noch ein bisschen das Verständnis für, ne? Du fragst dich, glaube ich, warum sollst du überhaupt scheiß Blinker anmachen, oder? Ja, beim Rückwärtsfahren so dabei immer. Das ja. Du musst dir das halt so vorstellen, normalerweise fahren Autos einfach hinter dir her. Ja. Und wenn
wenn du nicht rechtzeitig blinkst, dann stehen die einfach genau jetzt, genau hinter dir und ja, du kannst nicht rückwärts fahren. Also eigentlich eher nur für dich als für die, damit du da deine Ruhe hast beim Umkehren oder parken oder was weiß ich. Ne? Also je eher du blinkst praktisch, je eher checken die anderen, als klar, du kehrst gleich um oder sowas. So. Guck mal, dass wir dann gleich da an der rechten Seite da zum Stehen kommen. Kannst jetzt schon Spiegel gucken, Blinker anschmeißen wieder. Zack. Korrekt. Dann nimm Gang raus, zieh Hand hoch. Oh. Ja genau, aber wenn du den Gang nicht rausnimmst, geht's ab. So, dann Handbremse anziehen. Jo, jetzt kann nichts mehr passieren, jetzt ist safe. Hast du dich erschrocken? Okay. Gut. Mach Maschine ruhig kurz aus. So, wir haben genug hier drin. Jo, wie fandst du es? Dass wir so lange nicht mehr gefahren sind, war ganz gut. Ja, fand ich auch. Also, du bist ja am Anfang, sind wir ja schon losgefahren, dann hast du einmal umgekehrt und dann ist mir schon aufgefallen, dass, ich glaube 17. bis 18. hast du gesagt, ne 17. 17. Zweiter? Ja. Dass du bis dahin gerne Scheine bist, ich denke, das kriegen wir hin. Weil heute ist der, was, 24. vor Weihnachten? 23. 23. Also, das ist machbar. Ja. Ich werde jetzt nachher, weil ich habe jetzt gleich noch eine Fahrstunde und danach fahre ich ins Büro und dann kann ich die Prüfung für dich planen. Ja. Muss ich gucken, wann das passt. Und ich würde auch erstmal jetzt direkt mit dir keine Fahrstunde planen, weil ich sag mal, wenn ich in 14 Tagen die Prüfung kriege, dann würde ich kurz vorher 2-3 Fahrstunden knackig hintereinander planen, ja, dann Prüfung und fertig. Okay. Weil wenn wir jetzt fahren und die Prüfung ist erst in 2 Wochen, ja, dann fahren wir jetzt, dann übermorgen, dann übermorgen und dann hast du nachher noch 10 Fahrstunden gemacht, die du gar nicht hättest gebraucht. Ja. Die Fahrschule freut sich natürlich, weil hast du mehr Kohle bezahlt, aber das bringt dir ja nichts. Nee. Also würde ich es eher so planen, ich check, wann Prüfung ist. Okay. Wenn ich den Termin habe, den sollte ich Montag, Dienstag, Mittwoch spätestens bekommen. Ja. Dann planen wir 2-3 Tage zusammen und dann machen wir Prüfung. Gut. Cool. Gut. Ja, in der Prüfung sind halt noch so ein paar so technische Sachen dran. Parken hast du ja auch ganz gut gemacht. Ja. Und diese anderen Kram, diese Technikgeschichte und sowas, das mache ich dann noch mit dir. Gut. Okay. Gut. Unterschreiben, das machen wir nächste Mal. Ansonsten würde ich dann sagen, war gut. Ja. War gut. Ja. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Ja, wünsche ich auch. Nice. Korrekt. Dann warte ich jetzt noch auf Sully hier. Der kommt auch gleich. Also der sollte um 10 Uhr eigentlich hier sein, aber der ist immer so, sein Fahrrad fährt nicht so schnell, wie er es gerne hätte. Lass Tür ruhig auf. Okay. Dann kann ich hier ein bisschen normal atmen. Ah, ohne meinen Frodo-Modus. Oh, meine Ohren. Oh. Ja, dann warte ich jetzt auf Sully. Wie sehe ich überhaupt aus? Ey? Wollte mich extra schick machen für euch. Und dann geht's weiter mit Fahrstunde hier. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier nach oben swipe? Seid ihr dann weg? Nee, ne? Guck mal, kann ich doch bestimmt zurückgehen? Nein, war ich weg? Jetzt mal ehrlich? Nee, ne? Ich war nicht weg, oder? Ich hab nur kurz auf WhatsApp hier rüber geswiped. Weil ich mir schon gedacht habe, dass er 2-3 Minuten... Weg? Sorry. Das wollte ich nicht. Dann haben wir wieder was gelernt. Also entweder OBS oder nichts.